Ja, es ist immer wieder toll, ne? Wenn man so Videos schneidet, dann weiß man ja, was man weggeschnitten hat und das, was da übrig bleibt, das seht ihr dann, ja? Und wenn euch das gefällt, Däumchen hoch und Kanal abonnieren, ist klar, ne? Tut nicht weh, zeigt mir aber, dass ihr an dem, was ich mache, grundsätzlich interessiert seid, dass ihr das gut findet und das motiviert mich halt, ist einfach toll. Und dann vor allen Dingen ganz wichtig, dann sitze ich stelle hin und wieder in den Videos mal so Fragen, die eine oder andere Sache, dann schreibt hier unten in die Kommentare rein, was er so meint zu der Frage oder auch sonst irgendwie, was jutet oder habt auch eigene Einfälle. Aber das finde ich total wichtig. Und ganz zum Schluss am Video kommt dann immer noch so ein Fenster irgendwie, was ich so hinweise, wo man noch hingucken kann, was ich irgendwelche, wie heißen die, Playlists oder so, ja. Und dann könnt ihr dann mal gucken, was euch da noch Spaß macht. Und ansonsten geht's jetzt los. Ab die Post! So, jetzt sind wir hier mal wieder in meiner Base und ich wollte jetzt mal ein kleines Experiment machen. Und zwar habe ich hier so einen Blog bekommen, nennt sich Portal to the Deep Dark. Den habe ich auf diesem Server, weil ich Premium bin. Und ich habe hier auch aus dem gleichen Grund diesen Healer und auch aus dem gleichen Grund den World Anchor. Und weil ein Zuschauer das auch gefragt hatte oder so, auch diesen Angel Ring habe ich auf diese Art bekommen. Und auch andere Grundausstattungsdinge hier, die ich sozusagen auf Premium-Basis bekommen habe. Gut, wie dem auch immer sei, wir gehen jetzt mal einfach in dieses Deep Dark und ich zeige euch, ja, was man da so machen kann, ne? Oder ja, das werdet ihr jetzt sehen. Dauert natürlich ein bisschen, bis ich hier dann angekommen bin. Man landet dann ja hier in so einem Raum. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Auf jeden Fall, wenn man dann hier aus diesem Raum rausgeht mit dem Angel Ring, dann ist das klar, dass das ja gut, man fällt dann und geht erstmal runter, ne? Aber wenn ihr mal genau guckt hier, ja. Das da unten ist was weiter weg. Und wenn man keinen Angel Ring hat, bleibt einem eigentlich nur die Chance. Das mache ich natürlich jetzt mal nicht so ganz, aber ich würde mal Sand hier reinschmeißen. Ne? Sand. Das ist ein bisschen schwierig. Der Sand, der geht ja hier an den Lampen auch kaputt. Ich glaube, der geht dann, wird dann zu einem Item. Das muss ich mal hier ausprobieren. Ja, das dauert ein bisschen. Irgendwie. Versuchen wir den mal da hinten was höher zu machen. Ah, genau. Das habe ich zu so einem Item. Und damit ist das Ganze natürlich jetzt nicht mehr so sinnvoll. Das heißt, wir müssen hier als erstes dafür sorgen, dass die Lämpchen wegkommen. Wenn ihr keinen Angel Ring habt, müsst ihr euch natürlich hier runterbauen und die Lampen so nacheinander entfernen. Das ist ja klar. Ich entferne jetzt nur die letzte hier, weil ich dadurch natürlich hier unten jetzt Platz habe für so ein Sanddingen. Und jetzt kann ich natürlich einen Haufen Sand da reinschmeißen. Ich habe auch einen Haufen Sand bei. Mein Inventar hier ist ja etwas voll, weil ich wusste ja vorher, dass das was hoch ist. Und da kann man sich natürlich jetzt so durcharbeiten. Ich werde das jetzt mal ein bisschen kürzen für euch, aber letztendlich. Ah, jetzt baut es auf, das sieht man. Und auf die Art und Weise hat man dann gleich die Möglichkeit, hier so ein Sanddingen, an dem man sich nach unten bauen kann. Also ich meine, das ist ja klar, wenn man Sand dann genug hat, dann stellt man sich oben auf den Sand drauf. Ihr seht, das kommt dann langsam höher. Stellt man sich oben auf den Sand drauf und buddelt sich einfach runter. Das kann man auch mit Kies machen. Und ja, und dann muss man natürlich erstmal runterbauen, versuchen hier drumherum in einer Art von Sicherheit oder Schutz oder Bauwerk zu bauen, dass man also wieder raufkommt mit Leitern oder sowas. Und es sei denn, ihr habt Fly oder Angel Ring oder sowas oder eine Rüstung, mit der ihr fliegen könnt, dann ist das natürlich also einfach. Also Deep Dark empfiehlt sich sowieso eigentlich nur mit einer Rüstung, mit einer richtig guten Rüstung. Ich habe hier natürlich gar keine. Aber das ist auch natürlich jetzt wieder die Nutzung von Premium. Ich habe also Keep Inventory. Das heißt also, mein Inventar wird nicht verloren gehen, wenn ich sterbe. Da sind zwar meine XP weg, aber auf die lege ich sowieso keinen großen Wert, weil da habe ich ja XP-Berry-Büsche, die kann ich ja genug
nachhaben. Das ist jetzt nicht mein Problem. Ne, also man stirbt dann und ja gut, da muss man halt wieder zurück und gucken. So, jetzt habt ihr, seht ihr also hier, ne, auf die Art, und jetzt kann man sich natürlich schön nach unten bauen. Es ist natürlich jetzt, es dauert jetzt ein bisschen, aber man sollte auf gar keinen Fall versäumen, dann hier auch irgendwie was zu bauen, dass man hier wieder hochkommt, erstens. Und zweitens sollte man nicht versäumen, hin und wieder auch ein Lämpchen dran zu machen. Weil ohne Fackeln ist es zu dunkel. Und wenn man hier unten ist und es ist zu dunkel, dann stirbt man. Das heißt also, man kann hier noch ein bisschen runtergehen. Dann baut man wieder ein paar von den Cobblestone dran hier, so auf die Art. Und immer dann, wenn man dann merkt, aha, es wird was dunkel, kann man ja auch hier auch die F7-Taste in diesem Fall einbauen. F7 müsste doch eigentlich gehen, ne? Macht es nicht. Gut, ist auch ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall, sobald es anfängt dunkler zu werden, sollte man so schnell nicht ein paar Fackeln aufstellen, dass man also da nicht das Problem hat. Ja, also Fackeln ist völlig wichtig, da braucht er reichlich von. Und ihr seht auch, das ist relativ hoch hier. Ne, so auf die Art und Weise werde ich mich jetzt langsam nach unten arbeiten. Auch das werde ich natürlich ein bisschen kürzen für euch. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2,
Dann sollen wir mal gucken, wie weit wir hier jetzt noch kommen, bis wir dann unten sind. Denn unten ist dann Schluss. Oder da geht es auch weg. Wenn ich das. So, sagen wir noch ein bisschen weiter hier. Irgendwann ist da natürlich Ende. Das kann natürlich ein bisschen dauern. Ja, also, ihr seht, allein schon durch das normale nach unten buddeln habe ich also schon die eine oder andere Reserve hier mitgekriegt. Auch Gold und solche Sachen. Es gibt also alles schöne Sachen hier. Mal ein bisschen Licht machen. Licht ist immer wichtig hier unten. Da seht ihr hier auch solche anderen Sachen. Leider jetzt noch keine Dias, aber das kommen wir auch hin. Also das gibt es alles hier unten, was man alles braucht. Was seht ihr hier? Ah, hier unten ist Bedrock. Na gut, da haben wir ja Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall, ihr seht, das ist eine relativ mächtige Gesteinsschicht, die man eben jetzt fürs Farmen nutzen kann. Das werden wir die Tage machen und ich zeige euch dann auch noch in einer der weiteren Fortsetzungen natürlich hier vom YouTuber-Server, ja, wie das weitergeht hier unten und dann sehen wir uns halt bei der einen oder anderen Farming-Tour hier unten. Ne? So, jetzt gehen wir wieder rauf und gucken hier. Das kann man mit dem Angel Ring natürlich super toll machen. Ihr müsst dann hier eine Leiter dran bauen oder sowas und euch dann hier oben wieder zurückversetzen lassen hier in diesen Raum. Ne? Und dann kann man natürlich wieder draufklicken, rechtsklicken, dann ist man durch diesen Stein dann wieder irgendwo in der Welt. Dauert natürlich, bin ich hier wieder an so einem Punkt gelandet, hier völlig egal. Das ist also in diesem Fall nicht so sonderlich sinnvoll. Jetzt gehe ich mal in meine Base und dann hat sich dieser Video zunächst einmal. Sollte auch nur eine kurze Anregung sein, Deep Dark als Option zu haben. Und da werden wir sicherlich noch das eine oder andere mit haben. Da gibt es ja auch solche Burgen, Festungen, was auch immer, da ganz merkwürdige Geschichten. Okay, das war es erstmal. Wenn ihr das Video gut fandet, dann bitte schön liken. Kanal abonnieren, hoffe ich mal, dass ihr das schon automatisch habt. Und wenn nicht, dann könnt ihr das gerne noch machen. Kostet ja nichts, tut nicht weh und so weiter. Gut, sehen wir uns bei einem der nächsten Tutorials, Videos, Let's Plays, Let's Real Life, Komik und sonst wie. Kriegen wir schon hin. Bis dann, ciao.